Guten Tag Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, ich bin wieder hier in meiner super sexy kleinen Bude mit etwa 50-60 FPS. Das finde ich gut, dass es flüssig läuft. Das ist ja schließlich keine Selbstverständlichkeit. Das kann ich nur jedes Mal wieder betonen, dass es geil ist. Und ich labere zu viel vor mich hin. Ich weiß. Also, was machen wir heute? Ich habe mir überlegt. Es wäre ja so langsam mal Zeit für unsere erste Höhlenerkundung. Damit wir auch mal von Eichenholz als Brennstoff wegkommen. Und dann würde ich sagen, damit legen wir einfach mal los. Steinspitzhacken haben wir genug. Eisen habe ich, glaube ich, noch gar keins gefunden. Also ich kann keine Eisenspitzhacke mitnehmen. Schlimm. Hau ich das mal da rein, nehme die beiden mit, die drei. So, ich habe das Mysterium geklärt, Hero Brian gibt es wirklich nicht. Nein, es war Spaß, ich habe das Mysterium nicht geklärt, ich weiß immer noch nicht, ob es Hero Brian jetzt gibt oder nicht. Allerdings soll er Berichten zufolge nur erscheinen auf Sichtweite gering. Und ich habe Sichtweite normal. Um das mal zu zeigen. Da ist Sichtweite! Ja, das habe ich ja beim ersten Mal schon gezeigt. Und daher. Ich hau das Holzschwert auch nochmal hier an. Waffen lege ich mal alles auf die Seite. Dann. Ja, wie immer habe ich natürlich ein Getränk dabei. Damit die Let's Player-Stimme nicht irgendwann an den Arsch geht. Ja, ich krieg die Flasche nicht auf. Setzt. Sollte mir auch helfen, während der Aufnahme wach zu bleiben. Also, das ist ja die Schwierigkeit bei Pokémon Mystery Dungeon, da muss ich eigentlich... Wird's gerade dunkel? Es wird gerade dunkel. Immer so Schwierigkeit bei mir im Pokémon Mystery Dungeon. Da kann ich leider nicht mit der Webcam deutlich machen, dass ich gerade trinke, weil das eine Problem ist, das nimmt Platz weg im Spielfeld. Da wo ihr dann seht, was ich gerade, wie ich gerade zocke. Und das andere Problem ist eben. Sagen und das vergesse ich gerne mal. Ja, so, Kakaobohnen. Die werde ich im Spielverlauf auch noch holen. Allgemein, man muss natürlich immer schauen, welche Rohstoffe baut man wann ab? Wann fängt man an, effektiv anzubauen? Wo fange ich an überhaupt? Weil, ihr seht ja hier, Dschungel, alles schön fett im Weg. Das ist doof. Aber passiert eben. So. Jetzt ist mal weiter im Text. Ich gehe nicht. Sag mal, wo laufe ich eigentlich hin? Ich laufe einfach und pilze auf den Blättern. Das ist auch sexy. So. Boom. Sucht man am besten eine Höhle. In der anderen Richtung ging es doch aus dem Dschungel raus. Da ist es vielleicht sogar besser, wenn ich da suche. Hauptsache jetzt nicht so viel in den Uferregionen, weil da gibt es gar keine Höhlen. So, ich habe auch vorhin nach Eichenholz gesucht. Da habe ich Eichenholz. Also Multivision hier. Quasi. So, Mods habe ich jetzt übrigens gar keine drauf. Ich habe Optifine ja nicht mehr, seit ich die 1.6 habe. Beziehungsweise jetzt ja die 1.6.2. Den Skin habe ich übrigens noch den gleichen wie letztes Mal. Hat sich nicht geändert. Und sonst. Ja.
noch zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Ich merke gerade, ich habe viel zu wenig Fackeln dabei. Also mit 17 Fackeln komme ich nicht weit. Das schwimmt ein Schaf. Ich könnte mir auch die Koordinaten von meiner Bude mal aufschreiben. Sollte ich mich jemals verirren, was halt durchaus mal passieren kann. So. Habe ich da noch Kohle drin? Ja, habe ich. Keine Stöcke mehr. Ja, ich weiß, das geht auch einfacher, aber mir egal. Zack, verarbeite ich einfach mal alles zu Fackeln. Dann kommt hier ein Stack rein auf Vorrat. Oder reicht das? Ja, so ist das Minecraft-Erleben. Es ist ja in Minecraft nicht wie bei Pokémon Mystery Dungeon, dass das Abenteuer erst beginnt, wenn ich mich in einem Dungeon befinde. Es ist dauerhaft da. Vor allem hier drin darf nichts spawnen, sonst habe ich da schon das erste. Sonst ist das ein kleiner geschützter Raum. Und die Scheiße baust du aber auch nicht mehr geschützt. Oder bringt dir nichts. Was ist da draußen los? Wer fragt, ich habe nur das Fenster offen, das heißt, man hört es, wenn der Nachbarshund kläfft und wieder einer zum anfängt Rasen zu mähen. Das ist ein bisschen doof und ich habe die Koordinaten nicht aufgeschrieben. Ich bin auch doof. Ich habe keinen Zettel hier liegen, auf dem ich die Koordinaten aufschreiben könnte. Ich bin wirklich doof. Oh mein Gott, das fängt ja richtig toll an. Ich könnte ja Race Minimap installieren, nur habe ich keinen Bock jetzt. Senji hat letztens Mods installiert und das war ein riesen Getue. Ja, passiert. Ich könnte es natürlich auch in mein Handy eintippen, jetzt habe ich ja so ein Super Sexy neues. Sorry, aber bis ich da jetzt alles rausgesucht habe, wie ich genau Mods eintrage, das dauert mir jetzt zu lang. Also weiter. Laufen wir eine Runde. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Ja, letztens war ja auch Supercup. Der Borussia Dortmund hat mit 4:2 gegen den FC Bayern gewonnen, weil ich sag es so, das Abwehrsystem von Josep Guardiola, wie der Trainer ja korrekt heißt, das greift noch nicht. Wo laufe ich eigentlich hin? Nein, nun, ich nehme das Ei jetzt nicht mit. Man kann es leider nicht anders sagen, das Abwehrsystem von Guardiola greift gar nicht. Die müssen sie noch viel besser einspielen, sonst wird das echt nichts diese Saison. Wo ist denn mein Haus? So, weil ich so viel konfus im Kreis laufe, brauche ich jetzt auch schon wieder ein bisschen Essen. Nehme ich noch so viel mit. Ist chaotisch. Ich glaube, ich gehe auch irgendwann aus dem Dschungel raus. Eben aus dem Grund, weil es hier Ozelots gibt! Nein, nicht allein wegen den Ozelots. Auch wenn die kolossal nervig sind. Jetzt am liebsten einen Fisch, dann würde ich ihn damit zusammenschlagen. Sondern einfach, weil es da keine anderen Tiere gibt. Oder ganz wenig. Vor allem hat man da noch begrenzte Anbauflächen und so. Klar, das ist hier im Wald genauso. Das gleiche Spiel. Aber hier spawnt eben auch mal ein Schwein. Und noch ein Schwein. Und ein Schwein im Baum.
Essensvorrat. Während ich hier so sechs hier am Ufer entlang laufe, überlege ich gerade, Leute, ich könnte das alte Haus allerdings stehen lassen. Stehen lassen würde ich sowieso, aber ich könnte es ausräumen. Ist nur die Frage, ob ich das mache. Aber ich könnte es natürlich stehen lassen und dann, ja, hier. Solange ich dran baue, bleibt es sowieso noch stehen. Aber ich könnte hier jetzt ja so eine super sexy Bude machen und dann das eben als Hauptresidenz und das andere als Zweitresidenz benutzen. Irgendwo ist hier ein Skelett. Ich höre es. Was ich mit Senshi auch letztens probiert habe und Haru, eine Freundin von uns, ein Ultra-Hardcore-Spiel. Also Hardcore wisst ihr ja. Voila, wo kommt der denn her? So, er stirbt endlich mal. Kein Schwarzpulver hinterlassen, schade eigentlich. Dumme Kuh, halt's Maul. Habt ihr das gesehen? Da vorne, der Erdturm. Das ist nicht schön. Das generiert es. Also hier oben stehen, umschauen. Gibt's hier irgendwas Auffälliges? Nein. Also zurück zum Ultra-Hardcore-Modus. Hardcore wisst ihr ja. Wenn man stirbt, ist man tot und ein Leben hat man im Leben nur einmal. Das heißt, man kriegt keinen erneuten Versuch mehr. Das bedeutet automatisch, die Welt muss man sofort löschen, wenn man verloren hat, wenn man gestorben ist. Das ist wie im echten Leben, man kommt nicht mehr zurück. Ja, was dann eben noch die Besonderheit ist das Ultra-Hardcore-Modus sieht vor, dass man sich nur mit essbaren Heilmitteln heilen kann. Das heißt mit Tränken, Goldäpfeln und so. Und nicht allerdings mit normaler, natürlicher Heilung. So, ich sitze jetzt hier oben auf dem Baum, habe immer noch nichts gefunden, was höhlenähnlich aussieht. Ich glaube, wenn ich dauernd nur in Höhe 86 rum bin. Warum habe ich die Koordinaten eigentlich noch offen? Das ist auch eine gute Frage, ne? Ich komme da leider nicht hoch. Aber da, komm, 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 komm an.